Ja, und hallo, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen weihnachtlichen Wimmelbildspiel. Wir spielen Christmas Stories, die Nussknacker in der Sammler Edition sogar. Ich konnte nicht widerstehen und habe sie mir gekauft gehabt und freue mich schon die ganze Zeit darauf, es nach Hänsel und Gretel jetzt zu beginnen. Denn wir sind ja jetzt langsam in der Weihnachtszeit. Was heißt langsam? Wir sind in der Weihnachtszeit. Zwei Advente hatten wir schon. Ich habe meinen Kranz auch schon aufgestellt und freue mich ganz doll, so ein weihnachtliches Spiel auch auf meinem Kanal mal spielen zu können, zu dürfen. Denn der Nussknacker ist so eine Geschichte, die habe ich als Kind immer gerne bei so einem Film geguckt, weil ich den Film nie hatte. War ich immer bei irgendeinem Bekannten, das war ein Freund meiner Mutter irgendwie, oder eine Freundin meiner Mutter, genau, und die hatte einen Sohn und der hatte diesen Film und dann habe ich mich immer tierisch gefreut, wenn ich den Nussknacker sehen durfte. Weil ich halt auch Tschaikowskis, diese Nussknackers viel zu gerne immer mochte, das Lied, was jetzt gerade im Hintergrund läuft. Und eigentlich erinnere ich mich gar nicht mehr so genau an die Nussknacker-Geschichte. Wahrscheinlich, weil ich den Film nie hatte. Ist ja auch egal. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr Weihnachten ein bisschen mögt, sonst guckt ihr euch das Spiel hier wahrscheinlich nicht an. Aber ich freue mich ganz, ganz doll, wenn natürlich so viel wie möglich dabei sein werden und mit mir zusammen offiziell auf meinem Kanal die weihnachtliche Stimmung jetzt losgeht. Denn Weihnachten steht ja auch kurz vor der Tür. So, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, wobei ich halt nochmal in den Optionen schauen möchte, ob alles tutti ist. Spielmodus habe ich auf schwierig gestellt. Und das Dingeln, das geht ja schon ins Ohr hin. Ich muss mal leiser drehen. Ich habe auf schwierig gestellt, einfach weil entspannt dachte ich, ja, ist zu einfach, aber Experte bin ich auch nicht, weil ich doch immer das, diesen Lösungsbutton brauche. Da ich ja doch manchmal nicht weiter weiß, kennt man ja schon mal anderen Wimmelbildspielen, dass ich dann manchmal doch gerne mal wissen will, was ich jetzt als nächstes machen soll. Also sagen wir eher den Tipp-Button nicht lösen. Die Rätsel lösen will ich schon, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich brauche manchmal halt einen Tipp. So. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin total gespannt, wie schön knuffig, weihnachtlich, glitzerig das Ganze hier wird. Und lasse mich mit euch zusammen einfach mal überraschen. Viel Spaß! Hatte ich doch schon gesagt. Schwierig. Weihnachten, die schönste Zeit im Jahr, und ich wurde endlich zum königlichen Weihnachtsball eingeladen. Es ist offiziell. Ich bin angekommen. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein, wollen wir nicht. Ich hätte bei dem Spiel gedacht, es kommt aus dem Jahr 2013. Ich bin quasi ein Jahr zu spät. Es gibt schon mittlerweile ein neues Christmas-Stories-Spiel, aber ich spiele den Nussknacker jetzt nochmal nach. Und da hätte ich jetzt gedacht eigentlich, dass ich das nicht vorlesen muss, sondern dass das schon synchronisiert wurde. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich lese ja gerne vor. Ein Nussknacker, als Kind habe ich die geliebt. Diese Ratte sieht nicht besonders freundlich aus. Dem Umhang und der Krone nach zu urteilen, muss das eine Art Rattenkönig sein. Ach ja, der Rattenkönig. Da klingelt was. Was? Was stand da am Ende? Jemand muss dieses Buch so hingelegt haben, dass ich es finde. Weihnachtszauber? Wer weiß? So, was haben wir jetzt eigentlich? Schrauben? Spielzeug? Einladung? Mhm. Okay. Und hier ist eine Tasche. Kann ich aufmachen. Und wimmeln, wimmeln, wimmeln. Jawohl, unser erstes Wimmelbild im Wimmelbildspiel. Wir suchen ein Ei, eine Glocke, Knopf und Kirschen. Kirschen sehe ich schon mal. Ach, ich sehe jetzt schon, dass das total schön animiert ist. Ja, ja, das gefällt mir jetzt schon. Ach ja. Ich bin gar nicht so völlig fanatisch zu Weihnachten. Also ich stopfe mir jetzt nicht meine ganze Bude voll mit Weihnachtsbimbam. Mag ich gar nicht, aber ich mag so dieses Gefühl irgendwie, dass da so ein schöner Abend näher kommt, auf den man sich freuen kann. Und ich, obwohl es natürlich auch mal stressig sein kann, mag ich es, dass man auch anderen Menschen so eine Freude macht mit Geschenken und so. Darauf freue ich mich dann auch immer. Wenn man selber halt schon weiß, oh, darauf wird derjenige sich freuen. Und man darf es aber halt auch noch nicht schenken. Man darf auch nichts sagen. Das ist irgendwie alles so überraschungsmäßig. Man selber weiß ja auch nie, was man kriegt meistens. Es sei denn, man wünscht sich halt was speziell und weiß es dann schon vorher. Aber das ist halt nicht, finde ich, ganz dasselbe.
Ball. Ich kann sie wieder zunähen. Ich habe hier... Aha, okay. Ja, vielleicht finde ich das Nähzeug noch. Hier habe ich das Nähzeug. Jetzt kann ich den Ball nehmen, ne? Ja. Dann suche ich noch eine Glocke. Glocke? Glocke? Wo bist du? Glocke. Karotte und Sicherheitsnadel. Die Sicherheitsnadel hatte ich ja schon. Und wo ist hier eine Karotte? Eine Karotte. Oder eine Rübe. Aber eine Rübe ist ja was anderes eigentlich als eine Karotte, glaube ich. Möhre. Man sagt auch noch Möhre. Da ist die Sicherheitsnadel. Da ist auch noch eine. Da. Dann nehmen die von den vielen. Goldene Uhr. Goldene Uhr. Wo sind die Zeiger? Oh, und dann sucht man auch noch so filigranes Zeug hier direkt am Anfang. Das ist ja auch nicht einfach. Dann eben das Tintenfass und ein Löffel und eine 12. Dann noch einen Knopf. Ach, den hatte ich doch schon gesehen. Da ist der Knopf. Ja, und die Glocke halt, ne? Da. Und die Karotte. Ich sage aber, weiß ich nicht, was sagt ihr, wenn ihr einkaufen geht oder wenn ihr das Essen sieht, bekommt, esst, wie auch immer. Karotten oder Möhren? Ich weiß gar nicht, was ich immer so mir denke. Aber ich glaube, ich denke mir doch immer Mohrrüben. Oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sage ich auch mal das und mal das. Wo ist denn jetzt die Karotte? Vielleicht ist sie auch irgendwo so am Rand. Und ich gucke die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich gehe mal mit dem Zeiger hier so ein bisschen lang. Vielleicht finde ich sie ja dann eher. Nee, irgendwie nicht so. Klappt nicht. Keine Ahnung. Und die goldene Uhr braucht halt die Zeiger. Dann suche ich jetzt die Zeiger. Vielleicht finden sich dann ja auch die Karotte. Sind das denn die Zeiger? Ach, die. Klar, weil das ist ja ein Kompass. So. Da ist die Karotte. Ja, natürlich. Gut gemacht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Natürlich, da oben war ja das Grünzeug von der Karotte. Was denn hier? Spürnase. Schließe deine erste Wimmelbildszene und so weiter und so fort. Okay. Vielleicht sollten wir auch endlich mal mit dem Mann reden. Jemand hat den Schild beschädigt. Ich muss die fehlenden Teile finden. Reden wir mal mit ihm. Der arme Butler ist wohl eingeschlafen, als er auf die Gäste wartete. Wie kann ich ihn aufwecken? Mit einem Schlittschuh drüber hauen. Mit der Glocke. Good evening. I'm sorry, you're too late. The ball is over. But you're welcome to look under the Christmas tree for your gift. That is, if you have an invitation. Do you? Jawohl. Oh je, ich kann meine Einladung nicht finden. Hier, Einladung. Jetzt dürfen wir reingehen. Wie cool. Es ist doch synchronisiert. Na, sieh mal einer an. Und sogar so mit so einem schönen englischen Akzent. Genau so, wie es sein soll. Ich habe mein Leben lang auf diesen Weihnachtsball gewartet. Im königlichen Palast, Heiligabend, 24. Dezember. Oh, ein Weihnachtsball, das ist auch schön bestimmt. So ein Heiligabend auf den Ball gehen. Also auf einen schönen Ball. Nicht so einen, auf dem man stundenlang nur an der Seite sitzt. Diese Ratte sieht nicht besonders freundlich aus. Was in aller Welt? Eine Ratte auf zwei Beinen? Ja, was ist denn los hier? Sie bewacht etwas und lässt mich nicht in die Nähe. Das brauche ich bestimmt noch. Aber jetzt komme ich da nicht ran. Dann gehen wir doch mal rein. Auf den Ball. Juhu. Oh, schade, dass die Feier schon vorbei ist. Aber vielleicht liegt ja unter dem Baum noch ein Geschenk für mich. War bestimmt schön hier. Wie furchtbar, jemand hat einen Edelstein aus der Ritterrüstung gestohlen. Ist das der Edelstein, den die Ratte bewacht? Vielleicht finden wir den ja auch hier noch. Aha. Einen habe ich schon mal. Immerhin.
Das muss eine Art Puppentheater sein, aber es ist abgeschlossen und mit so einer mysteriösen Musik unterlegt. Was liegt denn unterm Weihnachtsbaum? All die bunten Geschenke, ich liebe diesen Brauch. Oh, der Nussknacker. Hey, you have to help me. The Rat King, he kidnapped Princess Mary. Oh nein. I'm Albert. I got into the house disguised as a Christmas gift. I found Mary, but the rats attacked us. I couldn't fight them. It was awful. They took Mary. I followed them as far as the garden, but couldn't squeeze between the bars and the gate. Please help us. Auf jeden Fall tun wir das. Man weiß nie, was man bekommt, wenn man ein Geschenk aufmacht. Was haben wir hier noch? Ja, die Prinzessin ist weg. Den Stein können wir gleich in den Ritter packen. Dann haben wir hier noch so einen Türknauf. Was war das? Puppenhaus. Sammle versteckte Puppen. Oh, cool. Okay. Ja. Ich glaube, das war dann alles hier, oder? Ich glaube, ich muss dem Nussknacker bei der Suche nach seiner Prinzessin helfen und sie beide hierher zurückbringen. Das wird dann wohl unsere Aufgabe sein. Dann tun wir das doch mal. Aber hier gibt es auch noch mehr zu sehen. Was ist das hier? Ein Teil des Freskos scheint zu fehlen. Da können wir durch. Nee, das hatte ich ja gerade schon. Voll der schöne Baum. Was für ein Baum. So. Dann gib mir das mal. Das Schildfragment. Er muss, sie. Ich glaube, wir spielen eine Frau, die Ritterrüstung blockiert die Tür. Ich muss sie irgendwie beiseite schieben. Sie muss es beiseite schieben. Aber wir können uns ja vielleicht erstmal um diese Schildfragmentgeschichte kümmern. Nussknacker. Ich weiß gar nicht. Huch, Piep. Ja. Hoppla, vielleicht bin ich etwas müde. Ja. Hier ist schon mal noch eins, aber es fehlt immer noch eins. Ja. Ich weiß nicht, wie wir den bestechen könnten. Vielleicht mit dem Nussknacker? Ja. Ach, wie cool. Wir haben ihn besiegt. Den bösen Ratterich mit dem Nussknacker. Jetzt habe ich eine Blüte. Ach ja, schön. Ach, das ist toll. Da muss man gar nichts mehr sagen, finde ich. Die Musik macht das ganz alleine. Wie schiebe ich den denn jetzt beiseite? Dann gehen wir mal hier rechts rein. Hier waren wir ja noch nicht. Küchentür. Wer quietscht denn hier? Da ist auf jeden Fall das Fragment. I guess they didn't think it was important to decorate the door. Come any closer and you'll be my next snack. Ja, eine Tür, die gruselig ist und mit mir redet. Was ist mit der Katze? Die Kette ist nicht besonders stark. Ich denke, ich kann sie durchfeilen. Dann machen wir das doch mal. Mit dem Ding hier nicht. Ja, dann muss ich mir ein neues Werkzeug... Ja, ein Schraubenzieher, okay. Geht das vielleicht tatsächlich nicht? Sei denn, man schnirgelt da ganz lange dran rum. Hier ist ein Schrank. Ohne Griff bekomme ich den Schrank nicht auf. Ich habe ein... Der Griff ist lose, ich muss ihn irgendwie befestigen. Ich habe einen Schraubenzieher und Schrauben. Ich habe alles dabei. Geht alles. So. Ach nö, nicht wieder so ein Schiebeding. Hatte ich gerade erst bei Hänsel und Gretel und hab's nicht hingekriegt. Kann ich das nicht einfach... Ach, ist das so ein bisschen einfacher? Das wäre natürlich schön. Das in der Mitte dreht sich nicht. Doch, das dreht sich auch. Ich muss mal gucken, wie das überhaupt sein soll. Das sieht schon mal ganz gut eigentlich aus.
Wenn ich das jetzt in der Mitte... Ah, okay, ich kann die so anklicken und dann drehen die sich. Ja, aber wie soll das denn... Also, in welche Richtung denn? Ich glaube nicht, dass die Zweige unten hängen. Die hängen bestimmt oben. Aber ob die so hängen, weiß ich auch nicht. Also die Glocken könnten so hängen, aber sie könnten auch nach rechts gedreht sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist gar nicht einfach. Das sieht zwar super jetzt aus, weil das in der Mitte stimmt, aber der äußere Ring nicht. Natürlich dreht sich der in der Mitte dann auch wieder. Ich liebe es. Vielleicht soll das Gebamsel nach oben. Ich mach mal diese Verzierung nach oben. So. So. Nein, jetzt dreht sich das ja auch wieder. Das ist blöd. Aber dann wären die Glocken so an der Seite. Tja, wie gehören sie denn nun? Kann man sich hier an diesen Dingern an der Seite orientieren? Ist schwierig. Ja, so kann man sich orientieren, weil das passt jetzt. Okay, das lasse ich jetzt mal schön. Nein, dreh dich wieder zurück. Genau. Nee. So muss das sein. Ja, dass die Glocken nach unten hängen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Juhu! Und ich habe es sogar geschafft. Das finde ich ja super. Und dann haben wir auch gleich das nächste Wimmelbild. Ja, wir rasen hier jetzt durch. Wenn wir schon hier alles haben, dann machen wir das. Ass und Schlittschuh. Da ist das Ass. Und den Schlittschuh brauchen wir für dieses andere Rätsel. Das fehlte da. Wo ist er denn? Dim, 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 dim. Die Musik sollte beim Wimmeln auch da sein und nicht diese Stille hier. Aber gut, wir gucken gerade in den Schrank. Da ist die Stille. Aber ich finde, so ein bisschen untermalte Musik beim Wimmeln wäre auch schön. Wo ist denn jetzt der Schlittschuh? Ich sehe den gar nicht. Ja, dann suche ich eben die Papierrolle, die sehe ich da. Und ein offenes Buch, aber es ist nicht offen irgendwie, anscheinend. Da ist das offene Buch. Dann einen Handschuh. Zweimal eine Maske, 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 eine Maske. Und noch eine Maske. Dann suche ich eine Brille. Und einen Löwen. Wo ist der Löwe? Löwe. Da ist der Löwe. Ja, der Schlittschuh. Der muss ja eigentlich irgendwo sein. Hier ist aber auch viel drinne. Und alles gar nicht mehr ordentlich geputzt. So, kaputte Halskette. Hier ist die Halskette. So wie wahrscheinlich ein paar. Hängt fest, ich muss sie durchschneiden. Ach so. Mit der Zange hier? Vielleicht? Oder mit der Schere? Okay. Warum eigentlich eine... Okay, ich hätte bei kaputter Halskette eher gedacht, dass ich ein paar Perlen finden soll, um sie schön und heile zu machen. Aber nein, wir sollen die Halskette kaputt machen. Eine Matroschka. Hier ist eine Matroschka. Fertig. Kerngehäuse. Kerngehäuse. Hier ist der Apfel. Da ist das Kerngehäuse. Okay, hat sie direkt gegessen. Finde ich super. Jetzt nur noch der Schlittschuh. Das Wichtigste. Ist der hier irgendwie umgedreht oder so, dass ich das einfach nicht sehe? Ich klicke hier einfach mal hin. Der da irgendwie zwischen und ich bin zu doof? Da
da ist der Schlittschuh. Voll klein und ich suche nach einem großen. Ja, okay. Die sieht nicht wie ein gewöhnliches Schlüsselloch aus. Nee, sie ist von innen verschlossen. Ich glaube nicht, dass ich sie öffnen kann. Okay. Ja, wie kriege ich den denn jetzt mal los? Mit dem Schlittschuh? Ich weiß auch nicht wie. Vielleicht mit dem kleinen... Ne, auch nicht. Ist hier in der Schublade was vielleicht? Abgeschlossen. Ist das ein Symbol? Was bedeutet es? Habe ich da irgendwie... Nee, ne? Sieht aus wie dieses Illuminaten-Dreieck-Ding. Wird's wohl aber nicht sein. Nehme ich mal an. Hier kann hier dieser Stern... Nö, auch nicht. Dann gehe ich nochmal raus. Setze den Schlittschuh hier ein. Aber der Tannenbaum fehlt noch, eigentlich. Raus, dann können wir das Schild-Dings einsetzen, das letzte Fragment. Dann haben wir das auch schon mal. So, jetzt habe ich ein Schild. Das ist ja auch schon mal toll. Lasst uns Ritter spielen. Er ist schon wieder eingeschlafen. Ich gehe nochmal hier rüber. Kann ich mit dem Schild das hier irgendwie... I guess they didn't think it was important to decorate the door. Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht, was er jetzt will. Die Rose? Ein Schild vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe nichts, was ihm gefallen könnte. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einfach mal im nächsten Part weiter. Von Christmas Stories, der Nussknacker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch, was Weihnachtliches mal in der Weihnachtszeit mit mir zu schauen und mitzuspielen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.